Hallo und herzlich willkommen, lieber Hearthstone, Freunde, in einer weiteren Episode Hearthstone mit mir, dem Lean im wilden Modus, aka Gothic Society Clan heißt der Channel. Ich habe hier schon Lean's Kassoon Version 1, 2 und jetzt. Jetzt kommt Version 3. Machen wir zusammen. Über Feedback aller Art würde ich mich freuen. Und wir machen es jetzt tatsächlich so, dass ich von jedem nur eins nehme. Ja, ich weiß, ist schon wieder pretty standard fast. Also, ne? Jetzt kommt der Reno rein. So, jetzt gucken wir nochmal bei Gefühl. Was haben wir da noch? Was haben wir da noch rausgehauen? Davon können wir noch einen nehmen. Und was haben wir noch rausgetan? Ich glaube, den haben wir. Ne, den haben wir behalten. Ich glaube, das war's, ne? Dann haben wir jede Kassoon-Karte einmal. Das heißt, Kassoon-Thema ist auf jeden Fall noch relevant. So, dann schauen wir mal nach Kampfschrei. So, was haben wir denn da noch Schönes? Was haben wir denn da noch? Wir haben auf jeden Fall die, den, das, Bums, Bum, 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 Bum. Also zweimal die Healings hier. Wir haben hier auf die Hand holen, hier auf die Hand holen und wir haben den. Das ist schon mal nice, ne? Ja, mit dem Jade-Ding fange ich nicht auch noch an, ne? Das, könnten wir, würde auch gehen theoretisch, aber will jetzt nicht übertreiben. Ne? Ich möchte jetzt, ehrlich gesagt, möchte ich, genau. Ich möchte jetzt erstmal den eine Sort einbauen. Genau, das ist doch eine gute Maßnahme. Und dann möchte ich, dass der eine Sort Deathrattle-Dinger ausspuckt, die mich entweder healen. Todes! Was macht sich denn hier überhaupt? Todesröschel. Sport-Todesröschel. Misch den in das Deck. Wollen wir den haben? Ja, warum eigentlich nicht, ne? Obwohl, wir haben nur 5 Karten. Noch frei. Die hier möchte ich, glaube ich, haben. Meisterin der Mixturen haben wir relativ früh was auf dem Brett liegen, gerade gegen die ganzen Agro-Sachen. Gute Sache, das nehme ich mit. So. Was möchte ich noch an Todesröschel-Sachen haben? Nee. Nee. Was möchte ich an Todesröschel-Dinger haben in einem eigentlich Grauselhuchts-Deck? Schlickspucker wäre auch nicht übel, zumal ich davon nur einen einbauen kann, wegen Reno. Wäre es eigentlich nicht schlecht. Monstrosität können wir auch überlegen. Wer mir aber auf jeden Fall in den Sinn kommt, ist ein Apfelbaum. Wer mir auf jeden Fall in den Sinn kommt, ist die, weil Kampfschrei mit Grauselhuchts, Todesröscheln mit einer Sword, ne, das ist schon extrem Value von der, aber ich sag mal, mit dem Jade-Ding will ich nicht auch noch anfangen, ne. Das wäre, glaube ich, ein bisschen viel. Mechasun könnten wir auch noch reinpacken, dann haben wir Kassoon und Mechasun. Wäre eigentlich witzig, so als Idee. Kassoon und Mechasun, aber das funktioniert nicht, ne? Das können wir direkt sein lassen.
Ja, so ein Panzerkäfer vielleicht, aber es haut mich jetzt nicht so vom Hocker, ne? Da kann ich auch den einpacken, mache ich glaube ich auch. Und vielleicht auch noch einen Schlickspucker. So, jetzt ruft mir der eine Sort im besten Fall. Eins, zwei, drei, vier. Aber wir dürfen nicht vergessen, ich mache ja mit dem Nesort theoretisch auch zwei, weil der Grauselhurz, der ruft ja dann auch, ne? Ja, also so viel zum Thema Todesröcheln. Wir haben nur eine Karte frei. Eine Karte frei. Ja. Vielleicht auch der. Oder eine Fernsicht. Fernsicht ist eigentlich gut. Kostet drei weniger. Die Chance ist da, dass ich einen günstigen Grauselhurz kriege, einen günstigen Kassoon oder einen günstigen Nesort in Kombo mit Sola etc. Ist doch schon mal nicht schlecht. Ja, können wir probieren. Besonders viel Card-Draw habe ich natürlich immer noch nicht. Aber eher. Dafür haben wir jetzt mehr Spots gegen die ganzen aggressiven Sachen. Macht das Sinn, Guys? Was sagt ihr? Ich denke ja. Wir haben eine Sword, wir haben Kassoon, wir haben Grauselhurz. Die perfekte Rotation wäre: erst spiele ich den Sword, dann spiele ich den Grauselhurz und dann spiele ich den Kassoon zum Schluss. König Rastakan. Ich bin der Bezwinger von Königen und Göttern. Das ist natürlich. War eine schwierige Entscheidung, aber den Nesort behalte ich mal auf der Starthand, weil ich den relativ früh spielen möchte. Also sofern ich Deathrattle Das Minions hier habe, die hat unsere gestorben sind, ne? Flucht Oh in Gott. unsere Stärke verwandelt. Metadeck. Ja, Even Shamane könnte mich recken, aber wir gucken mal. Even Shamane könnte hart werden, Guys. Oh Baby. Oh Baby. Es geht ab, Kinas. Jetzt muss ich nur noch so lange überleben. Soll ich nicht? Soll ich, soll ich nicht? Soll ich, soll ich nicht? Soll ich, soll ich nicht? Ja, komm. Wer weiß, was für Geheimnisse wir lüften werden. Hat er was zu spielen, ne? Der ist jetzt down. Das ist uns allen bewusst. Wenn ich richtig Luck habe, dann. Nee, nee, nee. Ah, es ist ein Knistern. Komm. Wir wollen nicht greedy werden. Die Wurzel allen Übels. So. Haben wir doch schon eine Kleinigkeit, die deine Sort beschwören kann.
einen Apfelbaum und den Grauselhuchs füttern wir auch schon fleißig mit den ganzen Kampfschweißer. Was soll das denn? Wer spielt denn bitte eine Devolution für einen? Ist aber nicht nett, ne? Komm, Magieschaden. Alter! Zu mir! Der Schläfer ist erwacht! Mann! Body pressure is real, ey. Das gibt's doch nicht. Body pressure is real. Ich bin schon wieder tot, Mann. Ah, ich bin down. Wer spielt bitte eine Devolution für einen Apfelbaum? Boah. Yo. Genau. Völlig okay, Guys, komm, das kriegen wir hin jetzt. Priester, jetzt habe ich die Devolution. Direkt mal easy auf der Hand. Das funktioniert jetzt. Milestone behalte ich auch. Komm, Devolution. Easy. Ist jemand verletzt? Ah ja. Seid ihr mein Meister? Damage Heal Karte ziehen. Come on. Spielst du doch sowieso so. Oder etwa nicht. Was tun? Ich sehe eine Vision in den Flammen. Na gut. Kann man machen. Geht's hier lang? Kein Quatre for you. Ja, den 2-2er mit dem 2-1er. Aber man weiß nicht, was er noch so auf der Hand hat, ne? Was ist bloß Ilunas Wille? Vielleicht macht Kasun jetzt auch gar keinen Sinn mehr.
Jetzt wo so wenig Kassun-Sachen im... Hä? Spielt nicht gut, oder? Oder meine ich das nur? Geht's hier lang? Oh, Barista Mel für 2. Das ist doch lecker. Da sagen wir doch nicht nein. Da sagen wir ja. Was ist bloß Ilunes Wille? Es war einmal. Ich trage die Kraft der Pechschwinge in mir. Schnappt sie euch, Jungs! Schrei auf einen Streich! Auf einen Streich! Grefinor, du bist nicht ganz bei der Sache, glaube ich. Kassun ist mein Schild. Wer weiß, was für Geheimnisse wir lüften werden. So ein schönes Exemplar. Ich verlange mehr Mana. Doppelte Anladung garniert mit extra Sternsahne, Hochbergeis und Mana-Zinn. Meine Hand ist voll, hoffentlich will ich nichts allzu Gutes. Ja, solange ich eine Sword nicht mille und Kassun nicht mille, ist ja egal. Komm, bitte nicht Kassun und nicht eine Sword. Komm. Ich habe bereits geil. Viele Karten. Geil. Genau so soll es sein. So ein schönes Exemplar. Eieiei. Jetzt habe ich nochmal die Combo auf der Hand. Oh weia, ey. Ich mill mich halt nur extrem, sonst ist das schon cool. Junge, du bist sowas von Matsche. Das kann er schon gar nicht mehr gewinnen eigentlich. Es sei denn, der haut gleich irgendeine unerwartete
One-Turn-Kill-Kombo raus oder so. Das kann ja auch immer sein. Geil, dann mill ich mich wenigstens. Nice. Der Schläfer ist aber alles klinisch getestet. Ding, 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 ding. Ja, nicht cool, aber was soll's. Wer weiß, was für Geheimnisse wir lüften. Mein Platz, Agenten, geheime Mission. Oh nein. Hat ja die Wahl zwischen Zord, Kasun und was weiß ich. Grauseluchts. Ah, schön. Aber noch nicht, oder? Oder will ich den schon? Das so ein schönes Exemplar. Doppelter Apparado garniert mit extra Sternsahne, Hochbergeis und Mana-Zinn. Schon wieder eine Sola. Unendliche Solas incoming! Ich trage die Kraft der Pechschwinge, die hier. Ja, ja. Ja, ja. Wow. Ja, gut. Zieh Karten, kein Problem. Zieh doch bitte. So. Des Todes. Ich bin mal gespannt, womit der gewinnen möchte, der Gryffindor, weil irgendwie Gryffindor, ne, keine Ahnung. Ich finde das schon sehr merkwürdig, was er da vorhat mit seinem Dragon Priest, weil so wirklich rund sieht das ja nicht aus, ne? Richtig rund sieht das nicht aus. Nee, nee. Das Festmahl der Seele beginnt jetzt. Da ist der Reno. Können wir auch noch raushauen für den. Aber erst kommt der. Alter Schwede. Kommt, meine Kleinen. Ja, viel Spaß damit. Ich bin
Ich träume und die Welt erzittert. Ja, ich könnte ein Fröschchen drauf machen oder 4-8. Er scheint sehr verzweifelt zu sein, denn es gibt noch ein Rhino und noch mal alles, was ich ausgespielt habe. Tja, Kollege. Ich glaube, das gibt für dich keinen mehr. Ich kann schon so mit Sola rumasen, dass ich die einfach so YOLO raushau. Nächsten Turn spiele ich mal eine Sword. Einfach so. Ja, Junge. Lies mal deine Karten. Schön. Okay. Okay. Nächsten Turn kommt er. Und er wird mächtig sein. Mach Platz, Agent in geheimer Mission. Geradezu unheimlich. Euer Siegesdurst. Oh mein Gott, guckt euch das an! Was passiert hier? Oh boy! Ja, ich würde sagen, da kann er nicht so viel machen, ne? Bei den 1, 2, 3 Lower Taps. 1, 2, 3, 4, 5 Healbots. Ein Meister wird zurückkehren. Gruselich. Euer Siegesdurst ist endlich. Na, endlich. Mich würde jetzt schon interessieren, ob auch so ein Deck im wilden Modus kursiert. Metatechnisch.
Ein Meister. Der Donnerkönig gegen Thrall. Thrall. Eure Zeit ist gekommen. Ich bin der Bezwinger von Königen und Göttern. Ich mag Mirror Matches nicht. Aber wer mag die schon? Erschauert vor meiner Macht. Toll. Krieg ich den nicht weg. Und er kriegt die ganze Zeit Murlocs for free. Katastrophe. Jetzt hat er schon einen Murloc for free gekriegt. Zwei Murlocs. Schade 3. Boah. Alleine jetzt hat er schon so viel Bonus gemacht, ne? Na egal. Ich muss da einen Frosch drauf machen. Sonst nimmt das extremste Ausmaße an. Das war jetzt schon sehr gut für ihn. Oh, komm, Magieschaden. Jawohl. Ist jemand klinisch getestet? Was tun? Das könnte kurz wehtun. Drei auf einen Streich. Was ist mit dir? Komm, Junge, mach es einfach.
sieht doch gar nicht so schlecht aus. Was für Geheimnisse wir lüften werden. Koboldteile! Ah gut, im Prinzip hat er jetzt nur zwei Sachen gemacht, aber es liegen 366er auf dem Feld. Nicht viel Zeit. Steht noch der Sinn nach Abenteuer? Diese Runde geht an Feuer. Ja, tschö.
Sehr nice. Ja, eine mache ich noch. Eine muss, aber dann ist Schluss. Hatte jemand keine Lust, gegen einen Schamanen zu spielen? Dann machen wir natürlich noch eine. Ich habe gesagt, nur ein Spiel. Boah. Eigentlich wollte ich ja mal gucken, ob es das auch in Meta-Versionen gibt, aber ich glaube, ich bin zu müde. Ich lasse für heute gut sein. Der Donnerkönig gegen Valera. Ich bin der Bezwinger von Königen und Göttern. Erschauert vor meiner Macht. Versetzt mich in Erstaunen. Wie ungewöhnlich. Ja, ich hoffe, das Totem überlebt ein bisschen. Das wäre schon schön. Die Drohrerei. Ich meine, gut, wenn es ein Milchschurke ist, freut er sich jetzt darüber. Aber Cartoon. So viele Möglichkeiten. Ich frage mich, ob... Siegesdurst ist beeindruckend. Ich muss mich bald entscheiden. So viele Möglichkeiten. Ja, ist ein Milchschurke. Oder auch nicht. Was ist denn nur los? Ich meine, ich freue mich ja, ne? Jetzt habe ich gerade eine Siegesträhne, ne? Bin ich auch wieder Rang 9, ne? Jetzt geht einer raus, dann geht einer AFK. Komm, eine Runde. Eine ordentliche Runde noch. Sonst kann ich das Video doch nicht beenden. Ich bin echt fertig, ne? Ich bin echt richtig müde. Deswegen bin ich am Überlegen, ob ich nach dem Video Schicht mache. Morgen ist auch noch ein Tag. Der Donnerkönig gegen Valera. Schon wieder ein Schurke, ne? Ich bin der Bezwinger von Königen und Göttern.
das war's. Auf zum Tanz! Ups, der Mann kaputt! Wie viel würdet ihr dafür bezahlen? Ups, der Mann meint kaputt! Okay, guys, komm, draw was Nettes! Okay. Wie viel würdet ihr dafür bezahlen? Das Festmahl der Seele. Ich YOLO den jetzt einfach raus, ne? Jetzt nur, also, ne, ohne den Effekt, aber. Wow. Wow. Aua. Nein, ich möchte, dass ich... Ihr entgeht mir nicht. Muss ich im nächsten Turn schon hier den hier machen? Das wäre echt blöd, ne? Wow. Wow, wow, wow. Das ja, Junge, damit hast du nicht gerechnet, ne? Oh nein! Oh nein! Euer Siegesdurst ist beeindruckend. Wie viel? Ja, Junge. Du Vogel, ey. Doppelter Rino. Was sagst du jetzt? Ein doppelter, einfach mal ein doppelter Rino. Junge. Denkt er, er kann mich einfach so holen oder was? Nee, nee. Die Runde hast schon verloren, Kollege. Nicht mit mir. Nicht mit mir. Wer weiß, was für Geheimnisse wir. Hört ihr seinen Ruhm? Hört gut hin. Alter, was? Er hat einfach Hagathas Plan von dem Piratenkram gekriegt. Ich muss mich beruhigen. Ne? Ich muss einfach ein bisschen runterfahren. Einfach mal ein bisschen relaxen. Ein Leben ist getestet. Wie
Oh. Wissensklau. Sprint. Boah, krass, ey. Ah, ich habe die zwei coolsten Karten jetzt schon mal auf der Hand, die mich wahrscheinlich zum Sieg führen. Wow, 10-2. Essenz eurer Seele. Ah ja. Tja, Junge. Den Sort habe ich auf die Hand gekriegt. Wie geil ist das denn? Ich nehme das. Und das. Und ich habe noch mal einen Grauselwurz und ich habe noch mal eine Sort. Er kann sowas von einpacken. Schaut mich an. Ist das witzig?
Er geht langsam low on Cards, ich aber nicht, weil ich tausende von denen einfach in mein Deck schaufel. Das ist lame. Das ist lame. Dit is lame. Wird ja doch noch mal richtig knapp hier. Hoffentlich meldet sich mein Kasun nicht. Das wäre schade. Ich habe so viele von denen. Ich kann einfach niemals mehr Fatigue gehen. So viel Glück haben. Schon wieder 80 Karten gestorben. Unglaublich. Ich habe bereits zu viele Karten. Ein Leben ist euer Schicksal. Noch ein Wissensklau, ich raste aus. Auf zum Tanz. Alter. Euer Siegesdurst ist beeindruckend. Das ist das längste Ladder Game, was ich je hatte, ey. Ah, leider habe ich schon meine ganzen Asse aus dem Ärmel. Es sei denn, ich habe das Glück und ziehe meinen Kasun. Das könnte kurz wehtun. Ist
Ich möchte, dass er die Karten leer zieht. Der Lotus blüht. Oh, weia. Komm, jetzt mein Kasun, bitte. Oh nein, ich verliere das noch. Wo ist mein Kasun? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh, ich zieh ihn nicht. Das war's. Ah, ich war mir zu siegessicher. Ich hab gedacht, ach ja, das kann ich nie gewinnen. Bin so weit vorn. Keine Chance. Guckt euch die Waffe an. Und ich zieh meinen Kasun nicht. Nein, immer noch nicht. Euer Siegesdurst ist beeindruckend. Äste, Zweige und Gestreu des Zaubers Fluch liegt nun auf euch. Schade. Tja, Leute, leider ist das nichts geworden. Ich hoffe trotzdem, dass es euch gefallen hat. Und in diesem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal.